Alter, was ich gerade nur. Was es da überhaupt gibt? Crew, Fähigkeitenhändler? Was, ach so. Womit kann ich dienen? Ach, da kann man Materialien zum Craften kaufen. Ah. Ne, obwohl, die brauche ich gar nicht. Ach, das sind noch ganz. Ne, die brauche ich gar nicht. Verbandskasten. Ah, doch, die kann ich brauchen. Wenn ich wieder mal. Oh, davon kaufe ich gleich einen Schwung. Die kosten ja nur 10. So, dann kann ich gleich den ganzen Müll verkaufen. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. So, was haben wir da noch für Händler? Klassischer Ausrüstungshändler, klassischer Ausrüstungshändler. Modifikation Ausrüstungshändler. Mal kurz gucken. Euer Geld ist uns immer willkommen. Stufe 50, Stufe 52, Kiste. Öffne. Nö. Beehrt uns bald wieder. Und das ist die Bank. Fähigkeitenhändler brauche ich aber nichts. Klassische Ausrüstungshändler, da kann ich auch noch mal kurz gucken. Chipengi. Ah, Baupläne. Präzision erhöhen. 15 Sekunden. Ach, 3 Minuten. Was gibt es? Ein 3-Minuten-Buff, 3. Binus stellt Gesundheit wieder her und erhöht deine maximale Gesundheit 15 Sekunden lang um 15%. Was haben wir denn da? Erdbeere kann bei einem Händler auf Kursand oder Dortmund-Kast zur Erschaffung mächtiger Erbauerrüstung verwendet werden. Ja, aber ich weiß nicht, wozu das ist. Das ist hier. Wieso habe ich 1000? Hä? Wieso habe ich da 1000 Kartellmünzen? Ich habe doch. Gestern habe ich noch 15 Kartellmünzen gehabt. Jetzt habe ich 1065. Hä? Ich habe auch gar nichts gekauft. Oder kann es sein, weil ich Abonnent bin, da bekommt man jeden Monat was. Na, egal. Dieses orale Gerät beschützt bei Gebrauch den Nutzer 4 Stunden lang selbst vor stärksten mentalen Angriffen. Hält nach einer Niederlage an. Okay, oh, da gibt es neue Fahrzeuge. Händler auf Kursand oder Dortmund kannst du erschaffen, wichtiger. Naja. Da haben wir noch einen Händler. Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. Ah, Moment, da ist auch noch ein klassischer Ausrüstungshändler. Da gucke ich auch noch mal kurz. Ich Oh, das habe sieht die ja so beste aus wie ich. Ausrüstung und die besten Preise. Level 50. Da fehlen mir aber die Marken dazu. Oh, sieht ja sogar ganz nett aus. Naja. Viel Glück bei der Jagd. Ja. Ich mache dann einfach mal hier weiter mit der Aufgabe. Reise in die Tiefe zum Mittelpunkt der Erde. Oder wie oder was? Oder wo oder wer? Zu Ihren Ich Diensten, glaube mein gleich, Lord. ich kann nicht mehr. Ja, Reise eine wurde Zeit, wo bestätigt. mal fliegen, trinke ich mal kurz was. Okay. So, da markiere ich mal mein Revier. Okay, markiert. So. Täglich. Besiege feindliche Wildtiere 20. Toll. Naja, vielleicht kann ich die unterwegs mit dem sichere Einholeterminal. Okay, muss ich jetzt da lang. Und dann. Ah ja, das ist die tägliche. Okay. Friedlicher Makrin. Na, laufe ich einfach munden durch. Oh, die sind feindlich.
Aber die Blitzdings sich einfach wieder weg. Blitzdings, Blitzdingens. Ach, sterb doch bitte einfach, sterb doch. Besser. Kann ich die Bio analysieren? Ne. Ne, schade. Nix. Nix mit Bioanalyse, nix. Na, so sehen ungefähr die Viecher bei Amnesia 2 aus. Das sind auch so komische Schweine. Okay, nicht ganz so, aber... Naja. Okay, dann hack ich hier mal rein. Punkt, Punkt, Punkt. Unterstützungsteam, bitte kommen. Ich bin beim Bohrschacht angekommen. Position bestätigt. Manelak Laki, na binne Kameraka. Galajiwa Nimok. Pemgam Yama, naja Aikam. Macht ihr Fortschritte? Schaffen wir es, Makep zu stabilisieren, bevor der Planet explodiert? Nulelak apa jam kamram, amkanem nang nemua inuk. Yamemki, benak akalak. Ich habe mir die Minenpläne durchgesehen. Ich kann die Daten bestätigen. Und anscheinend sind die Maschinen ausgeschaltet. Ihr müsst die Notgeneratoren einschalten, um die Turbolifts und Sperren mit Energie zu versorgen. Aber es gibt da unten Lebensformen. Große Lebensformen. Ja, das hört sich natürlich wieder sehr positiv an. Große Lebensform. Na, dafür sind sie ja so groß, dass sie mich übersehen. In den Höhlen um Festung 1 waren Kreaturen, die hinter mir her waren. Sie sind gestorben. Es könnte sich hier um dieselben Kreaturen handeln, nur etwas größer. Berichten zufolge haben die tiefen Bohrungen eine Art Verseuchung ausgelöst. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Unterstützungsteam Ende. Aktiviere die Generatoren 0 von 3. Okay. Generatoren. Ah, da hinten ist einer. Diesen werde ich mich mal unauffällig nähern. Da hinten ist auch einer. Zwei. Wo ist da Nummer 3? Na, ich mache erstmal die Viecher da weg. Oh, Kamera verschoben, okay. Jetzt. Die sind irgendwie runtergefallen. Wo rennst denn du hin? Ach, da hinten sind sie. Okay, da waren sie. Wieder keine Bioanalyse. Wieso kann ich hier nichts bioanalysieren? So eine Frechheit. Und was macht der wieder da hinten? Ist da wieder Gegner durch die Wand geglitscht, ne? Ich habe jetzt gedacht, da unten wäre ein Gegner und er versucht ihn anzugreifen.
Kann ich den bioanalysieren? Jawohl, endlich wieder mal Bioanalyse. Was, da ist noch einer. So, jetzt haben wir gut hier. Generator Nummer 1. Aktiviert. Ah ja, da ist der nächste und da ist der nächste. Okay. Das ist ja, scheint ja alles kein Problem zu sein. Vor allem für mich ist es natürlich überhaupt kein Problem. Gar kein Problem. Ja, übrigens bekomme ich dann die WT-Quest fertig. 17 von 20 habe ich schon. Oh Gott, wie viel kommen da noch? Nein, mir ist was egal, also ich blitze die einfach alle weg. Oh, da ist ein Sternchen-Typ. Kommt sich wohl toll vor mit seinem Sternchen über den Kopf. Ja, und sonst, der kuschelt ein wenig mit uns, aber Schaden scheint er irgendwie nicht zu machen. Oh, oh, jetzt geht's aber ab. Ja, du bist tot. Übrigens hat er 1000 Credits dabei gehabt und ich kann ihn bio analysieren. Es gibt ja ein paar Crafting-Items. Generator Nummer 2, da fehlt nur noch einer. Der ist da rechts irgendwo. Also der Generator ist nicht rechts, er befindet sich rechts. Nicht, dass jemand denkt, dass es ein rechter Generator ist. Nee, nee, nee. So was brauchen wir hier nicht. Schlag auf den Boden und er ist immer noch da, er kommt wieder. Er versucht es immer wieder, aber er hat keine Chance. Bioanalyse, juhu! Crafting Items für Lau.